So, und wo wir jetzt schon diese Einladung haben, ein paar Smaragde verdienen zu können. Fuck. Ach, die sind hier gefangen. Auch nicht schlecht. Okay. Kann der zumindest nicht abhauen. Und irgendwie ist er mir sympathisch. So, das heißt jetzt, wir ernten... Eigentlich hatte ich ja vor, die Aufnahme zum Ende, aber wenn wir so ein Angebot haben, dann muss ich zuschlagen. Ja, verkauf mir den Vorwerkstaubsauger für 249 Euro. Ich stehe drauf. Bei so einem NPC, da können wir doch froh sein eigentlich, dass wir das hier angelegt haben. Jetzt müsste man nur noch gucken, wie wir den richtig rumkommandieren können. Also den hätte ich dann schon gerne in der Bank drin wohnen. Wo man sich dann immer schön die Smaragde abholen könnte. So. Ich glaube, wir haben sowieso noch. Wir haben so viel Weizen noch im Lager. Aber ich glaube, das lassen wir da erstmal liegen. 16 Stück für einen Smaragd. Das heißt, wir kriegen ja richtig viele Smaragde daraus. Aus einmal Feld abernten. Dann brauchen wir eine Schmiede. Wir brauchen viele Schmieden. Schmiedemeister so. Der Schmied, die Schmieden? Die Schmiede. Ja, die Schmiede? Das ist doch wieder Singular für das Gebäude, oder? Schmied, Schmieden... Die Schmieden, das ist jetzt der Plural. Aber die Schmiede, das ist doch... Jetzt... Da ist der Plural der Person gleich dem Singular der... des Gebäudes. Das ist doch doof. Wer hat das erfunden? Sagen wir einfach die Schmiedemeister, dann weiß auch jeder, was gemeint ist. Nächste Reihe. Wir haben dieses Weizenfeld, glaube ich, auch noch nie abgeerntet gehabt. Da springt einiges bei raus, ich sag's euch. Ich sag's euch, wie es ist. Ohne Spaß. Es sind jetzt schon 3 Stacks. Kommen also 9 Stacks circa bei raus. Na gut, jetzt werden wir nicht alles abernten hier. Sowas macht, so viel macht unser Inventar auch gar nicht mehr mit. Aber wir werden uns schon einige Smaragde angeln jetzt. Dabei wollte ich eigentlich nur gucken, wie die Netherzäune aussehen. Aber da waren ja auch normale Zäune. Ja, und ich weiß, wir müssen uns irgendwann noch eine Plantage im Nether anlegen. Aber erst mit der... Wir haben die Spitzhacke vergessen. Hups. Geht doch eigentlich auch recht zügig. Die Feldarbeit hier. Drei. Das heißt, da kriegen wir schon mal 12 Smaragde raus. Das heißt, wenn wir jetzt mehrere Stacks haben, also wenn wir jetzt das Dreifache davon mitnehmen würden, dann das schon, boah.
das so geplant war? Also Weizen ist jetzt schon sehr günstig. Also gegenüber das andere, was dort angeboten wurde, auf jeden Fall verdammt günstig. Vielleicht wird ja doch noch was aus meiner Smaragdpyramide. Oder dass wir uns im Untergrund einen geheimen Smaragdtrakt einrichten können. So eine Art Bunkersystem für den Notfall. Mit Smaragdwänden. Ah, da können wir uns was Schönes einfallen lassen. Für den Preis geht das auf jeden Fall. Müssten wir zwar ein bisschen sammeln, aber wenn wir immer mal einmal pro Aufnahme dieses Weizenfeld abernten. So, wie steht's denn mit der Fülle meines Inventars? Ein bisschen Platz haben wir noch. Hier ist auch noch was reingefallen. Kann man jetzt eigentlich hier durchschwimmen? Nee. Mit Booten soll das allerdings gehen. Ja, jetzt habe ich natürlich... So. Zu viel Saatgut springt eigentlich dabei raus. Ein bisschen was von dem Saatgut können wir übrigens mal hier lassen, damit im Falle einer Verwüstung wir wirklich mal greifbares Saatgut haben. Das können wir ja damit abfinden, dass abtun, dass das aus RP-technischen Gründen hier rumliegt. Dann kriegen wir vielleicht nämlich doch noch die Felder fertig. Also quasi in der Kiste, die hier vorne drin steht. Da. So. vier aus einem Stack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Stacks haben wir. Naja, okay, bis zur Pyramide aus der Smaragden oder aus dem Smaragdtrakt. Das ist noch in weiter Ferne, aber ist auf jeden Fall ein guter Anfang. Und ansonsten legen wir uns halt noch mehr Weizenfelder an. Von ähnlichen Ausmaßen. So dass wir eine Aufnahme wirklich mal nur Weizen ernten. Ja, und mein Luftschloss, das möchte ich auch irgendwann bauen. Grundmaterial für das Luftschloss wird auf jeden Fall Schnee sein. Vielleicht auch Eis. Und wir bis dahin endlich mal eine Silk Touch haben. Da fällt mir ein, unsere Schneeproduktion müssen wir auch mal wieder in Angriff nehmen. Wir haben doch hier Schneebiome recht in der Nähe. Da könnten wir uns eigentlich mal eine Schneemannfarm bauen. Also seit neuesten haben wir die auf jeden Fall in der Nähe. Und das hier, das ist jetzt schon fast so groß wie die Weizenfarm auf dem Server, die ich immer... Ah, na gut, okay, meine neue Weizenfarm auf dem Server ist ein Stück größer. Aber ich sag mal, das ist ja auch kein Problem. Wenn wir erstmal Hilfe haben hier auf dem Spielstand... Dann kriegen wir auch das schneller geerntet. Ich meine, es ist ja keine langweilige, eintönige Aufgabe. Es gibt genug zu tun. Weizen, Farm. Huch. Da werfe ich lieber das weg. Da muss ich gleich nochmal drüber laufen. Her, ihr kleinen goldigen Dinger. Goldig im wahrsten Sinne des Wortes. So, ich würde sagen, die Kiste machen wir jetzt einfach mal zu mit Saatgut. Soweit zumindest. So, jetzt nehmen wir noch die Reste mit, die ich gerade weggespuckt habe. So. Und jetzt sind die Felder auch mal schön abgebaut. Haben wir die auch mal benutzt? Die waren doch eigentlich nur zur Zierde da, oder? Ja, wer konnte denn ahnen, dass wir so einen NPC kriegen? Platsch! Melonen wären auch schön. Oder Kürbisse. Oh, obwohl, das ist schon wieder zu schade. Ich bin doch so ein alter Kürbis-Fan.
Aber so große Kürbisfarmen und sowas wird natürlich auch noch angelegt. So, der müsste noch da drin stehen, denn er kommt ja nicht raus. Ich glaube, wir geben ihm danach mal einfach eine Trittplatte. ...21 waren das, na gut. Da gibt's nicht ganz so viele Diamanten. Aber hey, reicht. So. Und geht fast perfekt auf. 31 Stück. Ist der vergiftet? War der vergiftet? Echt? Ach, guck mal, der hat noch mehr im Angebot. Ups, haben die alle noch mehr im Angebot? Hallo, warte mal, bleib mal stehen. Nö, nur er. So, jetzt haben wir auf jeden Fall unsere ersten Smaragde. Die kommen auch gleich in die Schmiede zu unseren anderen Edelmetallen. Obwohl, mich würde ja interessieren, wie Misas Block aussieht. Den können wir uns ja nochmal schnell angucken. Schick. Können wir mit dem nicht irgendwas Besonderes machen? Irgendwo hinstellen, wo ihn jeder sieht? Oh ja. Haben wir genug für drei davon? Nee, leider nicht. Also noch drei. So, und damit machen wir jetzt die kompletten Ecken des Brunnens. Die können wir ja auch jederzeit wieder abbauen. Heißt ja nicht, dass wir jetzt die für ewig da lassen. Nur schade, dass es nicht für den dritten reicht. Für den vierten, so. Dahin. Und dahin. Das macht auf jeden Fall was her. Und es hebt den Wert unserer Stadt ungemein. So, was wollten wir jetzt machen? Alles ablegen, genau. Vor einer Folge. Und die Spitzhacke schmieden. Ja, muss man schon dran denken. Obwohl, kommt, jetzt nehmen wir noch mal aus unserem Lager noch das Weizen raus und machen den letzten Block noch. Jetzt habe ich übrigens die falsche Spitzhacke hier die ganze Zeit benutzt. Was brauchen wir denn für 9 Stück? So. Dann haben wir es doch. Ihr wisst doch, ich lasse ungern etwas angefangen. Hallo, Kumpel. So, guck mal. Guck mal. Guck mal. So. Hab ich jetzt irgendwas? Ja. Der leuchtet jetzt schon wieder so. Ah! Hey! Wo ist das? Oh. Sag bloß, das ist nach so und so viel Mal aufgebraucht. Na gut. Dann hilft das auch nicht viel, dass wir einen NPC irgendwo einsperren. Wenn die ihre Sortimente ändern, dann ist das nämlich ziemlich sinnlos. Schade. Hm. Das macht meine ganze Planung zunichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Behutsamkeit? What the fuck ist Behutsamkeit? Ob das Silk Touch ist? Wo könnten wir das denn mal schnell testen? Hier doch sicher. So.
Ja, das ist Silk Touch. Juhu. Oh. Okay, das freut mich. Das finde ich jetzt richtig genial. Da können wir Eis abbauen. Das machen wir nächste Folge dann auf jeden Fall. Wir bauen Eis ab. Oh, freue ich mich schon drauf. Mehr als Eis fällt mir momentan auch nicht ein, was man damit Seltenes abbauen könnte, außer so ein paar Erzblöcke. Und natürlich massenhaft Clearstone. So, die tun wir jetzt auch mal dahin. So. So. Hier den Dreck rein. Das Netherzeug kommt hier rein. Das nehmen wir später mit. Das Holz. Da rein. Das Zeug aus Holz. Hier rein. Die Saat kommt hier hin. Die Samen hier hin. Wir haben eine Silk-Touch-Spitzhacke, ich glaub's ja noch gar nicht. Und wenn es halt nichts wird mit dem Server, dann ziehen wir uns einfach wieder an. Das ist ja nicht viel Arbeit. So, und der Rest kommt jetzt in meine private Kiste. Wozu auch das Zeug hier gehört. Jetzt kommt der Creeper um die Ecke, patsch tot. Und jetzt müssten eigentlich zwei Creeper kommen. So, das Zeug kommt jetzt hier rein. Damit werden wir bestens vorbereitet. Und ich bin gespannt, ob wir das dann wirklich machen. Und jetzt gucken wir nochmal den Turm an. Den wir da oben sehen. Von hier sehen wir ihn besser. Das war Knochenarbeit, aber er steht. Guckt ihn euch an, ist er nicht toll? So, da wir jetzt Besitzer von einem eigenen Turm sind, würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.